Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kick-Ass-Yoga-Video. In meinen Videos stelle ich euch total gerne unübliche Flows vor oder wir lösen gemeinsam die gängigsten Probleme in anstrengenden oder komplizierten Asanas, wie zum Beispiel Chaturanga Dandasana oder der Krähe. Heute würde ich mit euch gerne über ein Problem sprechen, das in der Yoga-Szene so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder unter die Yogamatte, wenn man so will, nämlich den Yoga-Butt. Manche haben den Ausdruck vielleicht schon mal gehört, manche wissen überhaupt nicht, worum es geht. Auch okay, guck dir trotzdem das Video an, vor allem, wenn dir was wehtut. Und zwar genauer gesagt zwischen Po und Oberschenkel. Wenn du da einen Schmerz hast, den du auch schon sehr lange hast und überhaupt nicht weißt, wie der weggehen soll, oder du dehnst und dehnst und dehnst und er wird nicht besser, dann ist dieses Video jetzt ganz wichtig für dich. Aber bevor ich gleich mehr über den Yoga-Butt erzähle, möchte ich euch ganz kurz die Wellness Collection vorstellen. Die Wellness Collection ist wie ein schöner Korb. Und in diesem Korb liegen digitale Produkte, wie zum Beispiel auch mein neuestes E-Book, der Self-Help-Yoga-Guide. Und da geht es genau darum, worüber wir auch heute sprechen, nämlich auch um den Yoga-Butt und über andere Problematiken, die üblich sind, das heißt Nackenschmerzen, Knieschmerzen, Fußgelenksprobleme, die wir zusammen lösen können aus yogischer und mit osteopathischer Hilfe. Also wir schauen aus yogischer Sicht drauf und dann sind Übungen dabei, die vielleicht nicht ganz yoga-üblich sind. Das ist also mein E-Book ist in diesem digitalen Korb drin. Der Korb heißt Wellness Collection. Einfach nur, damit ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt. Das heißt, 35 kreative Köpfe haben all ihr Wissen in ihre Produkte gepackt, also E-Books oder Kurse oder Rezeptbücher zum Thema Low-Carb-Köstlichkeiten oder Sommerrezepte oder vegane Grillrezepte. All das findet ihr in diesem Korb. Und diesen Korb kann man jetzt, anstatt dass man alles einzeln kauft, das würde nämlich über 800 Euro kosten, kann man jetzt nur für eine Woche, das ist der Haken, es ist nur für eine Woche erhältlich. Also diesen Korb kriegen wir jetzt für 29,90 anstatt für über 800 Euro. Das heißt, wenn dich auch nur ein oder zwei E-Books aus diesem Korb interessieren, würde es sich schon lohnen, sich diese Collection zu schnappen, anstatt wirklich alles einzeln zu kaufen. Den Link dazu gibt es unten in der Caption und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, in den Kommentaren gerne einfach mal reinschreiben. Jetzt geht's zum Thema Yoga-Butt. Ganz wichtigstes A und O, wenn du diesen Schmerz hast zwischen Po und Oberschenkel, hör auf zu dehnen. Ganz großes Stoppsignal vom Körper. Uah, überhaupt nicht mehr dehnen. Das Problem bei dieser Verletzung ist, dass die meisten Anfänger anfangen, okay, ich bin so unbeweglich, ich muss ganz schnell beweglicher werden. Das bedeutet, sie machen ihre Sonnengrüße mit gestreckten Beinen, gehen in den Down Dog mit gestreckten Beinen. Das sorgt manchmal für zu viel Stress am Ansatz der Hamstrings, der ischiochoralen Muskulatur auf Deutsch. Das führt dann zu dieser Verletzung, dieser Hamstring-Tendinopathie. Das ist eine Reizung oder eine Entzündung dieses Ansatzes der Muskulatur hier oben Richtung Gesäß. Und deswegen nennen wir das Yoga-Butt oder Yoga-Po kurzum. Also Regel Nummer 1, wenn du diesen Schmerz hast, hör auf zu dehnen. Regel Nummer 2, fang an, deine Hamstrings zu kräftigen, anstatt zu dehnen. Ich weiß, das ist erstmal paradox, wenn man denkt, okay, aber ich bin doch so unbeweglich und will deswegen Yoga machen. Ja, wir wollen aber nicht nur beweglich, sondern auch stark werden. Deswegen machen wir jetzt gleich zusammen ein paar Hamstring, also Rückseiten der Beinkräftigungsübungen. Und für diese Übungen brauchst du einen Klotz, einen Stuhl, habe ich alles schon hier stehen, und eine Faszienrolle. Und dann machen wir diese Übung eine Runde mal auf jedem Bein. Und wenn du merkst, okay, das tut dir gut, dann ist das ab sofort deine neue Hausaufgabe. Also, los geht's. Für die erste Übung kannst du einen Stuhl nehmen oder auch ein Sofa, kannst die Hände darauf setzen. Und ich habe hier noch so ein Stück Schaumstoff, einfach nur, weil ich das unter mein Knie setzen will, weil wir ein Knie auf den Boden aufsetzen, weil das nur so eine dünne Matte ist. Du kannst natürlich auch deine Matte doppeln oder dir eine Decke drunter legen, okay? Wir fangen mal mit dem linken Bein, einfach weil das jetzt näher zur Kamera ist, damit du das besser sehen kannst, an. Und dann machen wir noch das rechte Bein, okay? Erste zwei Übungen. Hamstring oder Oberschenkel, Rückseiten, Kräftigung mit erstmal einfach nur Kniebeugen. Und dann mit Hilfe eines Klotzes. Das bedeutet, setz dich oder mach dich bereit für diese Übung, setz die Hände irgendwo auf, lehn dich so ein bisschen nach vorne. Wir brauchen also Hüftextension, Hüftstreckung anstatt Hüftflexion.
Und jetzt geht es eben darum, diesen Bereich hier zu stärken. Da machen wir ein paar Wiederholungen und dann halten wir ein bisschen. Das sage ich dann aber auch an. Schultern weg von den Ohren ist klar. Und los geht's. Wenn du soweit bist, zieh einmal die Ferse Richtung Gesäß ran. Aktiviere Gesäß und die Rückseiten der Beine. Halte das für 2-3 Sekunden oben und leg wieder ab. Noch 8 Stück. 1, 2 und absetzen. 7, 1, 2, 6 und ranziehen. Kurz halten, die Spannung halten. 1, 2 und wieder absetzen. Noch 5 Mal. 1, 2, 1, 2, letzte 3 Mal, vielleicht brennt es auch schon. 1, 2, noch 2, 1, 2 und noch einmal. 1, 2 und locker lassen. Das war die erste Übung. Jetzt nehmen wir den Klotz und setzen ihn zwischen Ferse und Po. Wir quetschen den Fuß Richtung Po, lassen die Hüfte dabei gestreckt und das machen wir 3 mal 10 Sekunden. Und los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kannst einmal den Klotz schnappen, kurz Luft schnappen. Noch 2 mal 10 Sekunden. Und quetsch. 10, 9, 8. Bauch ist aktiv. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letzte Runde. Und wieder zwischen Ferse und Po. Und zusammenschieben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und locker lassen. Puh. Vielleicht spürst du jetzt die Rückseite deiner Beine wie noch nie. Das wäre okay. Oder gewollt. Wir machen die andere Seite. Also ein bisschen was unters rechte Knie setzen. Linker Fuß nach vorne. Stütz dich gerne wieder ab und jetzt kannst du einfach mal ganz, ganz leicht mal kurz in die Streckung gehen. Okay. Wir bleiben wieder hier und erstmal ohne Klotz ziehen wir mit gestreckter Hüfte einfach nur die Ferse Richtung Po. Halten sie für 2-3 Sekunden oben und bringen den Fuß wieder runter. Noch 8 Mal. Und 6. 1, 2, 5, 4, 1, 2, 3. Letzte 2 und einen noch und locker lassen. Okay, wir schnappen uns wieder den Klotz, setzen den zwischen Ferse und Po und schieb den Fuß Richtung Po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Noch 2 Mal und los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letzte Pause, nur noch einmal. Und wieder rein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Puh, geschafft. Wir nehmen jetzt mal wieder den Stuhl weg und auch den Klotz weg und kommen in Rückenlage. Die nächste Übung machen wir mit der Faszienrolle und zwar machen wir eine sogenannte Schulterbrücke. Jedoch legen wir unsere Füße auf die Rolle, was das Ganze ganz schön wackelig machen wird, aber auch das ist gewollt. Wir versuchen die ganze Zeit, die Rolle eher zu uns zu ziehen, als dass wir erlauben, dass sie von uns wegrollt. Das heißt, leg dich mal in Rückenlage hin, Füße drauf,
Mit den Oberarmen drückst du dich so ein bisschen ab. Die Finger dürfen nach oben zeigen. Und dann komm erstmal hoch auf die Rolle. Und dann spürst du, okay, es fängt an zu wackeln. Wenn du die Rolle zu dir ziehst, spürst du auch wahrscheinlich die Hamstrings mehr. Was wir spüren wollen, ist auch, dass der Po arbeitet. Was wir nicht wollen, ist, dass irgendwie der untere Rücken sich gequetscht anfühlt. Dann musst du mehr Po strecken, also Hüfte strecken. Jetzt wollen wir dreimal für 10 Sekunden ein Bein anheben. Fangen wir mit rechts an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen, Seitenwechsel. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letzte zwei Runden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seitenwechsel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gleich geschafft. Eine Runde noch pro Seite. 10. 5, 3, 2, 1 und einen letzten noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und absetzen. Lass ruhig mal die Knie gegeneinander fallen. Schüttel vielleicht deine Knie oder schüttel dein Becken aus oder lass mal die Knie nach links und rechts fallen. Und dann spür mal nach, wie du dich gerade fühlst. Was wir wollen, ist uns stabil fühlen. Von der Basis, also von unten nach oben. Und unsere Beine, da darf ruhig Schmackes rein. Starke Beine können uns weit tragen. Und zu den Beinen gehört auch der Po. Das heißt, auch ein starkes Gesäß hilft, Rückenschmerzen zu vermeiden. Dann kannst du die Knie greifen und ein paar Mal über deinen unteren Rücken rollen. Und dann treffen wir uns im Sitzen wieder. Ich hoffe, du fühlst dich super und dass sich dein Yoga-Bad vielleicht sogar besser anfühlt danach. Wenn du noch kein Yoga-Bad hast, bleib dabei, übe trotzdem diese Übung, einfach um die Verletzung wirklich zu vermeiden. Also denk dran, im Vinyasa Knie beugen, also in der Vorbeuge, sowie auch im herabschauenden Hund und eher daran, wirklich in die Kräftigung zu gehen und ruhig so ein bisschen Schmackes in die Beine reinzubringen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schau dir gerne mein neuestes E-Book an, der Self-Help-Yoga-Guide oder die Wellness-Collection. Beide findest du in der Caption. Bis zum nächsten Mal. Schmerzfrei bleiben.